Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem 117. Blogbeitrag und heute mit dem Thema Fallstrick Sozialversicherungspflicht in der Selbstständigkeit. Ja, das ist ein sehr sensibles Thema und genau deswegen möchte ich Ihnen heute hier ein paar Informationen an die Hand geben, dass nicht möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt das große böse Erwachen kommt und eine hohe Nachzahlung fällig wird. Und deswegen ein paar Informationen, die eben wichtig sind, um das Ganze auch zu vermeiden und die richtigen Aktivitäten abzuleiten, um hier kein Problem zu bekommen. Wir steigen also ein. Was heißt Sozialversicherungspflicht? Der Angestellte kennt es natürlich ganz von alleine, weil diese Beiträge, die hier anfallen, vom Gesetzgeber werden automatisch dann ja auch abgezogen vom Gehalt. Also wir sprechen von der Krankenversicherung, von der Pflegeversicherungsbeiträgen, von den Rentenversicherungsbeiträgen, die Arbeitslosenversicherung und wir haben die Unfallversicherung. Das ist das eine, das ist ja der Gros der Angestellten, die letztendlich hier automatisch dann auch sozialversicherungspflichtig sind. Das ist der eine Teilbereich. Die Frage stellt sich, wer ist nicht sozialversicherungspflichtig? Und da gibt es erstmal ganz allgemeine Begriffsdefinitionen, Zuordnungen, wie zum Beispiel der hauptberufliche Selbstständige, der nebenberuflich Selbstständige in Abhängigkeit von Zeit, Aufwand und Einkommen und der geschäftsführende Gesellschafter. Das sind erstmal ganze allgemeine Definitionen. Aber gerade dann, wenn man eben auch als Immobilienmakler tätig ist, und das ist ja unser Fokus hier bei diesen Blogbeiträgen, dann sollte man sich das nochmal ganz genau anschauen, eben wo diese Unterscheidung gemacht wird, wann sozialversicherungspflichtig und wann nicht. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat auch die Regierung darüber gesprochen, dass auch die Selbstständige eine allgemeine Rentenversicherungspflicht doch dann auch haben sollten. Das war erstmal wieder ein großes Thema, auch bei den Selbstständigen, bei denen es angekommen ist. Aber auch hier wieder der aktuelle Stand, so wie es kurzzeitig mal heiß gekocht worden ist, ist das Ganze auch wieder fallen gelassen worden. Also aktueller Stand heute eben im Jahr 2019 ist es aktuell kein Thema mehr und geht auch nicht weiter eben in die Instanzen, um das Ganze dann zum Gesetz werden zu lassen. Also hier kann man sich erstmal wieder etwas zurücklehnen und entspannen. Kommen wir in diese zwei Unterscheidungsformen, wo man sagt Sozialversicherungspflicht und nicht sozialversicherungspflichtig. Die Unterscheidung wird gemacht in arbeitnehmerähnlicher Selbstständigkeit und in der arbeitgeberähnlichen Selbstständigkeit. Jetzt erstmal die arbeitnehmerähnliche Selbstständigkeit. Was heißt das? Selbstständige, die auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber arbeiten und keine eigenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. Natürlich geht es auch in einem Büro, wo man auf selbstständiger Basis arbeitet, aber eben niemand hat, der einem zuarbeitet, sondern all das eben in einer Person abwickelt. Das wäre der klassische arbeitnehmerähnliche Selbstständige. Das kann auch dadurch hergeleitet werden, wenn zum Beispiel bei Franchisegebern der Makler die Verpflichtung hat, alle von ihm vorgenommenen Immobiliengeschäfte ausschließlich über den Franchisegeber abzuwickeln. Und hier wird es natürlich sehr spannend, gerade dann, wenn man eben mit dem Franchisegeber arbeitet, dann ist es in der Regel in irgendeiner Form in dem Lizenznehmervertrag, in der Form, wie es eben dann intern geregelt ist, vorgegeben, dass man alle Immobilientransaktionen über den Namen des Franchise-Systems letztendlich dann auch abwickelt. Und das ist erstmal grundsätzlich, leitet das her, dass man hier eine eher arbeitnehmerähnliche Selbstständigkeit dann auch umsetzt, weil man nur für einen Franchisegeber arbeitet. Auf der anderen Seite, so sollten dann die Maklerverträge gestalten sein, dass man den Maklervertrag letztendlich wieder unter seinem eigenen Namen schreibt und hat den Franchisegeber letztendlich, nenne ich mal, als Eintrittskarte für den Dialog, aber dass der Vertrag selbst nicht zwischen dem Franchisegeber und dem Auftraggeber, also dem Verkäufer, entsteht, sondern wenn man einen selbst abschließt. Das ist dann eher das Thema, wieder zu sagen, ich bin eben eigenständig und nicht abhängig eben von meinem Franchisegeber. Das ist erstmal da und das ist natürlich jetzt
für Sie erstmal nur eine Orientierung, wo eben letztendlich darauf geschaut wird. Das ist ein Thema, das kann man nicht komplett 10 Minuten abwickeln. Es geht erstmal darum, ein Grundverständnis jetzt dafür zu erhalten, wo es eben möglicherweise Fallstricke geben kann. Also, das wäre eher der arbeitnehmerähnliche Selbstständige und der wäre rentenversicherungspflichtig. Da trifft, also das jetzt mal schwarz-weiß, nur ganz einfach betrachtet, eben genau das Thema dann zu, dass man auch im Nachgang möglicherweise noch veranlagt wird, zu sagen, hier ist eine Rentenversicherungspflicht eigentlich auch entstanden. Auf der anderen Seite kommen wir gleich dazu, eben arbeitgeberähnlich, aber weil das hier letztendlich auch sehr sensibel ist, gehen wir mal ein paar Dinge durch, die letztendlich auch viele Rechtsanwälte, wo das, was ich Ihnen jetzt auch weiterreiche, letztendlich ja, zusammengestellt worden ist, plus eben auch die ganzen Erfahrungswerte. Wir waren ja auch in einem Franchise-System, wo das auch sehr, sehr oft immer wieder angesprochen worden ist, wie man letztendlich hier damit umgehen sollte, um eben das Thema Versicherungspflicht, Rentenversicherungspflicht dann zu vermeiden, zu umgehen und da nicht irgendwo in ein Problem hineinzulaufen. Die meisten Arbeitnehmer, ähnlichen Selbstständige, wissen von ihrem Status nichts. Möglicherweise ist es auch das erste Mal, dass sie heute in der Form so etwas darüber hören. Steuerberater sind ebenfalls oftmals ahnungslos. Naja, das will ich jetzt nicht allgemeingültig so weiterreichen, ahnungslos. Aber vielleicht fehlt auch hier und da einfach ja, die Detailinformation, weil wenn der Steuerberater nicht sehr viele Mandanten hat in der Selbstständigkeit, in dieser Form, ja, dann kann es auch vielleicht eben sein, dass er darüber sich auch noch nicht wirklich informiert hat. Die arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen werden meistens erst durch den Bescheid der deutschen Rentenversicherung darüber aufmerksam. Dann ist es in der Regel ja aber schon wieder zu spät. Und das kann eben rückwirkend noch passieren, wie es hier steht, bis zu 5 Jahre und werden dann eben aufgefordert, Nachzahlungen zu machen. Wenn es dann so weit gekommen ist, man fängt dann erst an, die Belege bzw. alles ausfindig zu machen, warum es nicht so ist, ist es meistens dann doch etwas zu spät. Der Status der arbeitnehmerähnlichen Selbstständigkeit und der Scheinselbstständigkeit, das ist also der andere Begriff dafür, bist du scheinselbstständig, ja oder nein. Auch von Steuerberatern werden diese durcheinandergebracht mit gravierenden Folgen für den Selbstständigen. Also klar, wer ist am Ende der Leidtragende? Natürlich dann der Selbstständige, der muss bezahlen. Und auch das Thema Steuerberater, auf was muss er einen hinweisen? Er kann darauf hinweisen, aber das ist nicht seine originäre Aufgabe, sondern er ist dazu verpflichtet, dass Sie Ihre Steuererklärung, Ihre Bilanzen, wenn Sie die erstellen müssen, dass die eben ordnungsgemäß dann auch so erstellt worden sind, dass Sie bei einer Prüfung, dass Sie da keinen Ärger bekommen, aber eben nicht, was das Thema angeht, jetzt der Zuordnung arbeitnehmerähnlich oder arbeitgeberähnlich. Das Ziel ist es, dass man ein arbeitgeberähnlicher Selbstständiger ist, weil wenn das der Fall ist, dann fallen eben keine Sozialversicherungsleistungen an. Und wie das geht, das wäre eben ein Beispiel dazu. Das wäre eben, dass man zum Beispiel einen Minijob, einen Angestellten hat, Minijob-mäßig, dass der für Sie eben eine Leistung erbringt, die Erstellung der Exposés oder der kann auch zuständig sein für die vorbereitenden Buchhaltungstätigkeiten oder ja, allgemeine administrative Tätigkeiten, dann fließen natürlich hier monatlich dann auch Zahlungen und das ist ein Konstrukt, wo man sagt, dann sind Sie eher eben der arbeitgeberähnliche Selbstständige. Sie könnten sogar 2 von diesen ja, Minijobs haben, allerdings eben über der 450-Euro-Basis und mehr, es können auch 600 Euro sein, 800 oder 1000, dann unterstellt man eben arbeitgeberähnlich und damit auch eben nicht das Thema Problematik in die Versicherung einzahlen zu müssen. Das wäre jetzt eben nur mal ein Konstrukt, um das Ganze zu vermeiden. Da gibt es noch viele andere Dinge, die natürlich da jetzt mit zu beachten sind. Allerdings ging es mir jetzt heute darum, das erstmal Ihnen in der Form als Information weiterzureichen, dass Sie da vielleicht sich nochmal kurz abstimmen, rückversichern, ob das bei Ihnen alles auch wirklich so gewährleistet ist, in dem Büro, wo Sie arbeiten, so wie Sie arbeiten, dass eben da für Sie nicht irgendwann mal ein Problem entsteht. Die Pflicht zur Zahlung der gesetzlichen Rentenversicherung entfällt, also wie eben jetzt hier kurz aufgeführt. Das ist eins von vielen Themen, die wir behandeln. Fokus ist natürlich auf der Plattform, Trainingsplattform für Immobilienmakler, Außenweiterbildung, makler-wissen.de.
Zum einen auch rechtliche Thematiken, wie zum Beispiel, was ist die richtige Maklerklausel im Kaufvertrag? Das ist ein Thema, ein Themenbereich. Wir haben das Thema Finanzierung, wir haben Einkauf, wie aber auch Verkauf, all diese Sachen, die wir dort behandeln. Wenn Sie also da mal Interesse haben, gehen Sie einfach mal auf makler-wissen.de. Das sind alles Themen, die auch mit der MABV abgestimmt sind, damit Sie dann auch Ihre Fortbildungspflicht erfüllen können. Für heute das Thema Selbstständigkeit und eben auch das Thema, wie kann man es vermeiden und frühzeitig eben darüber informieren, dass man keine Nachzahlung machen muss. Von daher das für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Woche. Ich freue mich, Sie bald wieder zu sehen beim nächsten Blogbeitrag. Machen Sie es gut, Ihr Markus Langbach.